Abiturprüfung Mathematik 2015, Baden-Württemberg, allgemeinbildende Gymnasien, Lösungen des Wahlteils Analysis A1. Aufgabe A1. Der Laderaum eines Lastkahns ist 50 Meter lang. Sein Querschnitt ist auf der gesamten Länge gleich und wird modellhaft beschrieben durch den Graphen der Funktion f mit der Funktionsgleichung f von x gleich 1 durch 125 mal x hoch 4, und zwar im Bereich x zwischen minus 5 und plus 5, wobei die Grenzen minus 5 und plus 5 jeweils eingeschlossen sind. Sowohl x als auch der Funktionswert f von x werden jeweils in Metern gemessen. Aufgabenteil A. Wie tief ist der Laderaum in der Mitte? Wie breit ist er in 3 Metern Höhe? In welchem Bereich hat der Boden des Laderaums eine Neigung unter 5%? Berechnen Sie das Volumen des Laderaums. Wenn Sie diese Aufgaben hinbekommen haben und zwar richtig gelöst haben, bekommen Sie 5 Verrechnungspunkte. Nun zur Lösung des ersten Aufgabenteils, Aufgabenteil 1a. Es ging hier um die Tiefe des Laderaums in der Mitte. Nun hierfür wird man am einfachsten den Funktionsterm f von x im GTR oder im Glaspad, wie auch immer, eingeben und sich die Funktion bzw. den Graphen der Funktion im entsprechenden Ausschnitt x zwischen minus 5 und plus 5 einmal zeichnen lassen, sodass dieses Schaubild hier zustande kommt. An den Grenzen minus 5 und plus 5, also bei x gleich minus 5 und x gleich plus 5, hat man dann eben hier die Höhe des Lastkahns. Und wenn wir diese Höhe herausbekommen, das ist dann gleichzeitig die Tiefe dieses Lastkahns. Wenn wir dann einmal den Funktionsgraphen hier haben zeichnen lassen, können wir feststellen, dass an den Stellen x gleich 5 bzw. x gleich minus 5 der Funktionswert den Wert 5 hat, also beides Mal derselbe Wert 5 hier ist. Das heißt, wir haben an dieser Stelle links außen und rechts außen eine Höhe von 5 Metern des Lastkahns. Bei 0, das heißt genau in der Mitte, haben wir den Funktionswert 0. Das heißt, an dieser Stelle setzt der Lastkahn sozusagen auf dem Boden auf und liegt sozusagen im Ursprung des Koordinatensystems. Das heißt, die höchste Stelle haben wir hier bei 5 Metern und die tiefste Stelle hier unten bei 0 Metern. Somit kann man also sagen, an den Stellen x gleich 5 und x gleich minus 5 ist der Lastkahn am höchsten und an der Stelle x gleich 0 in der Mitte ist er am tiefsten, ohne weiteren rechnerischen Nachweis. Dieser Höhenunterschied ist dann nichts anderes als die Tiefe des Lastkahns, das heißt, der Laderaum ist in der Mitte 5 Meter tief. Als nächstes in Aufgabenteil A war die Breite des Laderaums in 3 Metern Höhe gefragt. Und das findet man ganz einfach heraus, indem man bei y2 im GTR die Funktionsgleichung y gleich 3 eingibt und sich diese Gerade, die sich hier ergibt, einfach mal ins Koordinatensystem einzeichnen lässt. Das ist also nichts anderes als eine Gerade, die die Höhe 3 Meter darstellt. Und dort, wo die Gerade die Außenwand des Lastkahns trifft, nämlich an dieser Stelle, dort haben wir einen Schnittpunkt, sagen wir mal x1, und hier drüben auf der linken Seite einen Schnittpunkt x2. Und wenn wir dann einfach die Differenz hier bilden zwischen x1 und x2, dann haben wir die gesuchte Breite. Also genau das tun wir. Wir haben mit y gleich 3 den Graphen dieser Geraden hier eingezeichnet im Koordinatensystem und können mit dem GTR dann mit der Tastenkombination Second Calc Intersect den Schnittpunkt hier zum Beispiel auf der rechten Seite feststellen. Das wird dann hier angezeigt an der unteren Seite mit 4,4. Das heißt, wir haben x1 gleich 4,4 und wegen der Achsensymmetrie, denn diese Funktion hier ist ja symmetrisch zur y-Achse, brauchen wir die linke Seite nicht nochmal nachzurechnen. Das ist dann einfach minus 4,4, also x2 gleich minus 4,4. Wenn wir jetzt die Differenz bilden, x1 minus x2, dann haben wir 4,4 minus minus 4,4,
also 4,4 plus 4,4 und das ist dann nichts anderes als 8,80 Meter und das bedeutet, dass in 3 Metern Höhe der Lastkahn eben genau diese 8,80 Meter breit ist. Die nächste Frage bezog sich auf die Neigung dieser Außenwand des Lastkahns. Es sollte ein Bereich gesucht werden, in dem die Neigung der Außenwand kleiner 5% ist. Und die Neigung, das ist ja nichts anderes als ein Steigungswinkel. Und in dem Moment, in dem man sagt Steigungswinkel, muss es bei Ihnen klingeln. Sie müssen sofort schalten und wissen, dass es sich hier um die erste Ableitung der Funktion f von x handelt. Denn die erste Ableitung ist ja nichts anderes als die Steigung, genauer gesagt der Tangens des entsprechenden Steigungswinkels. Nun suchen wir also Stellen, an denen die erste Ableitung kleiner 0,05, sprich also kleiner 5% ist. Genau genommen suchen wir sogar, dass der Betrag der ersten Ableitung kleiner 0,05 ist. Wenn wir uns auf der vorherigen Folie die Situation nochmal anschauen. Wir haben ja hier auf der rechten Seite positive Steigungen, auf der linken Seite aber negative Steigungen und wir wollen ja sowohl die positiven als auch die negativen hier erwischen. Das heißt, wir müssen einen Bereich finden, in dem der Betrag kleiner als diese 5% ist. Nun, das erledigen wir mit dem GTR. Wir haben ja hier bereits bei y1 den Funktionsterm eingegeben, x hoch 4 geteilt durch 125. Wir geben jetzt bei y2 den Ausdruck für die erste Ableitung von f von x ein. Das ist also nichts anderes als dy1 durch dx. Das ist also nichts anderes als die Ableitung hier von der Funktion y1 und ausgewertet wird es an der Stelle x gleich x. Das heißt also, es wird die Kurve der gesamten Ableitungen von y1 letztendlich gebildet. Wenn man das dann mal zeichnet, dann bekommt man diese Ableitungskurve, die in etwa so aussieht, wie hier dargestellt. Außerdem geben wir bei y3 eben genau diesen Wert 0,05 ein. Das heißt, wir bekommen hier im Koordinatensystem diese Gerade. Und wir wollen ja die Stellen finden, an denen die Steigung kleiner, diese 0,05 kleiner also als 5% ist. Das heißt, wir suchen an dieser Stelle hier den Schnittpunkt zwischen der Geraden und dieser Ableitungskurve. Bekommen diesen Schnittpunkt, den finden wir mit Second Calc Intersect und können dann unten am Displayrand den X-Wert ablesen, nämlich mit 1,16. Somit erhalten wir, wenn wir X-Werte kleiner als diese 1,16 wählen, dann haben wir auch Steigungen, die kleiner als diese 0,05, sprich die 5% sind. Und das geht natürlich auch auf der linken Seite. Wenn wir Werte von x wählen, die größer als minus 1,16 sind, also von minus 1,16 ab bis hier zum Ursprung, dann erhalten wir auch wieder Steigungen, die betragsmäßig eben kleiner als 5% sind. Somit können wir jetzt sagen, für Werte von x, deren Betrag kleiner als 1,16 ist, oder anders ausgedrückt, im Bereich zwischen minus 1,16 und plus 1,16 hat der Boden eine Neigung unter 5%. Zum Schluss des Aufgabenteils A war noch das Volumen des Laderaums gefragt. Die Situation habe ich mal hier eingezeichnet. Hier haben wir den Graphen der Funktion f wieder in unserem Koordinatensystem und gesucht ist das Volumen des Lastkahns also hier innen. Zunächst einmal müssen wir hier die Querschnittsfläche berechnen. Und wenn wir dann mit der Länge des Lastkahns mal nehmen, dann bekommen wir letztendlich das Volumen. Nun, zur besseren Veranschaulichung der Situation habe ich Ihnen hier mal ein Rechteck drumherum gemalt, sodass dieses Rechteck hier in der Höhe des Lastkahns bei 5 Metern eben endet. Und hier an dieser Stelle haben wir eben die Querschnittsfläche zu berechnen. Und Sie sehen, in Bezug auf das Rechteck gibt es hier noch Reststückchen, nämlich die Flächen A1 und A2. Das sind diejenigen Flächen,
unterhalb der Kurve f von x, also zwischen der Kurve f von x und der x-Achse. Und diese Fläche, zum Beispiel a2, können wir ganz bequem mit dem Integral ausrechnen. Außerdem sehen wir, dass die Flächen a1 und a2 beide gleich groß sind aufgrund der Symmetrie. Und letztendlich ergibt sich aus dem Grund die Querschnittsfläche a einfach dadurch, dass wir das Rechteck nehmen, a-Rechteck, minus zweimal die Fläche a1. Wir brauchen also letztendlich nur ein einziges Integral ausrechnen, entweder dasjenige auf der linken Seite, um die Fläche a1 auszurechnen, oder eben das auf der rechten Seite für die Fläche a2. Nun, genau den Weg werden wir gehen. Die Abmessungen des Rechtecks kennen wir aus der vorherigen Aufgabe. Wir wissen, dass der Funktionsgraph der Kurve f von x zwischen minus 5 und plus 5 liegt. Deshalb ist die Ausdehnung in x-Richtung genau 10, also um genau zu sein 10 Meter. Und die Höhe des Lastkerns ist 5 Meter. Damit haben wir für die Rechteckfläche 10 mal 5 gleich 50, also letztendlich 50 Längeneinheiten ins Quadrat. Wir verwenden jetzt im Gegensatz zu dem, was ich hier geschrieben habe, nicht A1, sondern A2, weil A2 liegt ja hier auf der rechten Seite und das ist ein bisschen bequemer auszurechnen. Das können wir auch mit dem GTR relativ leicht berechnen, indem wir eben eingeben, Integral von 0 bis 5 von unserer Funktion f von x dx, und das ist dann nichts anderes als 5. Wir können ja hier die Funktion im GTR zeichnen lassen und können dann per Second Calc eben das Integral bestimmen zwischen 0 und 5 und bekommen dann hier dieses Flächenstückchen ausgemalt und der Wert davon ist 5. Somit haben wir jetzt zu berechnen nach der obigen Formel das Rechteck mit dem Wert 5 minus 2 mal diesem Wert 5, also minus 10. Das sind 50 minus 10, ist also 40 und das ist unsere Querschnittsfläche. Bei einer Länge des Lastkerns von 50 Metern haben wir also letztendlich ein Volumen von 40 mal 50, nämlich Querschnittsfläche mal Länge, und das sind dann 2000. Und da wir das Ganze in Metern messen, die Einheit war Meter, haben wir für das Volumen Kubikmeter. Somit haben wir im Ergebnis, dass der Lastkern ein Volumen von 2000 Kubikmetern hat. Aufgabenteil B. Zur Wartung steht der Lastkahn an Land auf einer ebenen Plattform. Dort wird er stabilisiert durch gerade Stützen, die orthogonal zur Außenwand des Laderaums angebracht sind. Betrachtet werden zwei einander gegenüberliegende Stützen, deren Befestigungspunkte im Modell durch die Punkte P1 mit den Koordinaten minus 4 und f von minus 4 und P2 mit den Koordinaten 4 und f von 4 beschrieben werden. In welchem Abstand voneinander enden diese Stützen auf der Plattform? Wenn Sie das herausgefunden haben, bekommen Sie 3 Verrechnungspunkte. Nun, das sollten wir uns mal genau in einer Skizze einzeichnen, damit wir eine genaue Vorstellung davon bekommen, wie das Ganze aussieht. Ich habe das mal hier etwas provisorisch gezeichnet. Das ist eben tatsächlich nur eine Skizze. Hier habe ich den Funktionsgraphen nochmal zeichnen lassen, f von x. Und am Rumpf des Schiffes werden in den Punkten P1 und P2 eben solche Stützen angebracht. Und zwar so, dass sie senkrecht zum Rumpf hier stehen. Hier der Winkel zum Rumpf ist vielleicht nicht ganz senkrecht, aber ich wollte das nicht so ganz genau zeichnen, damit es nicht so weit ausgedehnt wird. Auf jeden Fall haben wir hier Stützen angebracht. Und die Frage war, wenn sie eben denn tatsächlich senkrecht hier zum Rumpf angebracht sind, wo enden sie denn dann am Boden, beziehungsweise wie groß ist der Abstand hier dieser beiden Endpunkte am Boden? Nun, die Stütze im Punkt P2, die hat ja die Koordinaten 4 und f von 4, die steht senkrecht zur Tangente an der Stelle x gleich 4. Senkrecht zum Rumpf bedeutet eben, dass wenn wir hier die Tangente anzeichnen, an dieser Stelle x gleich 4, dann muss die Stütze senkrecht genau zu dieser Tangente eben stehen. Daher bestimmen wir zunächst die Gleichung der Normalen, denn letztendlich die Stütze liegt ja auf der Normalen,
Eine Gerade, die senkrecht durch eine Tangente geht, ist eben eine Normale. Und dann stellen wir fest, wo diese Normale die x-Achse schneidet. Nun, dazu muss man die Normalengleichung kennen oder eben sie in einer Formelsammlung nachschlagen. Und im Wahlteil dürfen Sie das ja. Die Geradengleichung für die Normale ist yn gleich minus 1 durch f' an der Stelle x0. Und x0 ist eben genau die x-Koordinate, durch die diese Normale gehen soll, mal x minus x0 plus Funktionswert an der Stelle x0. Nun, die Normale soll durch die x-Koordinate 4 gehen. Das heißt also, x0 in der Formel hier ist 4. Und jetzt können wir auch f von x0, also f von 4 berechnen. Das kann man ja im GTR entsprechend eingeben und erhält den Wert 2,048. Wir brauchen hier in der Formel noch die erste Ableitung an der Stelle x0 gleich 4 und können das ebenfalls mit dem GTR bestimmen, indem wir beispielsweise eingeben n derive von y1, x, 4. Ja, es wird nach x abgeleitet an der Stelle x0 gleich 4. Wir erhalten dann ebenfalls den Wert 2,048. Das heißt also, f' von x0 gleich 4 ist 2,048. Die so gefundenen Werte können wir jetzt direkt hier in die Formel einsetzen. Wir haben das x0, wir haben den Funktionswert f von x0 und diese erste Ableitung. Danach sieht die Geradengleichung so aus, yn gleich minus 1 durch diese 2,048 mal x minus 4, ja, an der Stelle x0 wird ja die 4 eingesetzt, plus eben Funktionswert an der Stelle x0, also 2,048. Jetzt kann man den Schnittpunkt mit der x-Achse ja dadurch bestimmen, dass wir yn, also hier die linke Seite, gleich 0 setzen, denn auf der x-Achse ist der y-Wert ja gleich 0. Also setzen wir hier auf der linken Seite die 0 ein und lösen dann letztendlich nach x auf. Einmal bringen wir die 2,048 mit Minus auf die linke Seite rüber. Dann erhalten wir diesen Teil. Und wir nehmen dann noch einmal mit Minus 2,048 mal. Dadurch fällt hier der Nenner weg. Das kürzt sich hier ja weg auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite bleibt somit nur x minus 4 übrig. Auf der linken Seite Minus mal Minus gibt hier Plus. Dann haben wir eben 2,048 Quadrat. Jetzt müssen wir einfach noch 4 addieren auf beiden Seiten und erhalten das x mit 2,048 Quadrat plus 4. Und wenn wir das Ganze ausrechnen, bekommen wir einen Wert von etwa 8,194. Das ist jetzt also der Abstand des rechten Stützbalkens am Boden zur Mitte des Lastkerns, also letztendlich zum Ursprung des Koordinatensystems. Da f von x symmetrisch zur y-Achse ist, hat der linke Stützbalken natürlich denselben Abstand. Das heißt, insgesamt haben die Stützbalken voneinander eben den Abstand 2 mal 8,194. Das heißt also im Ergebnis, der Abstand der Stützbalken am Boden ist ca. 16,39 Meter gerundet. Aufgabenteil C. Der Laderaum kann durch eine horizontale Zwischendecke der Länge 50 Meter in zwei Teilräume geteilt werden. Das Volumen des unteren Teilraums beträgt 500 Kubikmeter. Berechnen Sie die Breite der Zwischendecke. Wenn Sie das herausgefunden haben, bekommen Sie 4 Verrechnungspunkte. Nun, um die ganze Situation hier wieder besser zu veranschaulichen, habe ich auch hier nochmal eine Skizze angefertigt. Das hier ist wieder der Graph der Funktion f, die die Außenseite des Lastkrans hier beschreibt. Und irgendwo hier zwischen 5 Metern Höhe und 0 Metern, eben dem Boden, hat man eine Zwischendecke eingezogen, sodass das Volumen vom unteren Teil, wie aus der Aufgabenstellung bekannt, 500 Kubikmeter beträgt. Also die Querschnittsfläche A des unteren Teilraums ergibt sich einfach aus dem Volumen geteilt durch die Länge des Lastkrans. Das heißt, 500 Kubikmeter geteilt durch die Länge, also 50, sind nichts anderes als 10. Unsere Querschnittsfläche hier ist also nichts anderes als 10 Quadratmeter. Die Querschnittsfläche A berechnet sich
im Prinzip genauso wie aus Teilaufgabe A, nämlich indem wir das Rechteck nehmen, die Fläche von dem Rechteck hier und zweimal die Fläche von A1 oder wenn Sie so wollen, zweimal die Fläche von A2 abziehen. A1 und A2 sind ja aufgrund der Symmetrie gleich groß. Wenn wir jetzt also wie hier dargestellt die x-Koordinate auf der rechten Seite dieses Rechtecks u nennen, dann ist die Breite des Rechtecks nichts anderes als 2 mal u und die Höhe des Rechtecks ist dann f von u. Somit können wir die Fläche des Rechtecks dadurch bestimmen, dass wir sagen Länge mal Höhe, also 2 mal u mal f von u. Das ist hier dieser Teil, 2 mal u mal f von u. U ist nicht die Breite des Rechtecks, so wie ich das hier beschrieben habe, das ist etwas missverständlich ausgedrückt, sondern genau genommen die Strecke von dem Ursprung bis zu dieser Koordinate hier, also letztendlich die halbe Breite, um genau zu sein. Okay, wir berechnen jetzt die Fläche A2, denn die brauchen wir ja für unsere Formel. Das ist dann nichts anderes als Integral von 0 bis u f von x dx. Und da wir auf der linken Seite dieselbe Fläche nochmal haben, eben das Ganze zweimal, laut dieser Formel. Nun, um diesen Teil hier auszurechnen, müssen wir den Funktionsterm f von x hier an dieser Stelle einmal konkret einsetzen. Das heißt, Integral von 0 bis u fx dx ist nichts anderes als Integral von 0 bis u von 1 durch 125 mal x hoch 4. Hier müssen wir also eine Stammfunktion finden. Und x hoch 4 wird ja sozusagen aufgeleitet, indem wir den Exponenten 1 hochzählen, also x hoch 5, und dann nochmal durch den neuen Exponenten teilen, also nochmal durch 5 teilen. Das ist also dann nichts anderes als 1 durch 125 mal 1 durch 5 und das ist 1 durch 625. Und das Ganze in den Grenzen 0 bis u. Bekanntlich müssen wir die Obergrenze einmal einsetzen. Wir setzen also u hier ein und haben u hoch 5 durch 625. Dann setzen wir 0 ein, dann kommt eben 0 heraus und wir müssen Obergrenze sozusagen minus Untergrenze rechnen. Und es bleibt übrig u hoch 5 geteilt durch 625. Außerdem steht in dem Ausdruck hier f von u. Das heißt, wir müssen in den Funktionsterm f von x den Wert u einfach einsetzen und erhalten dann 1 durch 125 mal u hoch 4. Die gefundenen Ausdrücke für f von u und hier für das Integral müssen wir in unsere Formel an dieser Stelle einsetzen. Das heißt, das f von u, der Ausdruck hier, kommt an diese Stelle und der Ausdruck für unser Integral, dieses hier, kommt an diese Stelle. Damit haben wir eine Gleichung, in der nur noch u als einzelne Variable vorkommt, sodass wir letztendlich nach u auflösen können. Nun, das Ganze konkret eingesetzt, so wie eben genannt, bekommen wir diesen Ausdruck hier. Wir sehen, wir können zum einen die Zahl 2 aus diesem Ausdruck hier ausklammern, zum anderen aber auch den Faktor u hoch 5. Das habe ich hier einmal gemacht, 2u hoch 5 ausgeklammert und dann bleibt in der Klammer noch 1 durch 125 minus 1 durch 625 übrig. Das ist dann letztendlich, wenn man es ausrechnet, 2u hoch 5, 4 625stel. Beziehungsweise, wenn man hier das Ganze nochmal mal nimmt mit dieser 2 hier vorne, dann hat man u hoch 5 mal 8 durch 625. Das Ganze können wir dann nach u auflösen. Damit haben wir diese x-Koordinate u rausgefunden. U liegt bei 3,79 und die Breite des Rechtecks, mithin eben die Breite dieses Zwischendecks, ist dann nichts anderes als 2 mal u. Also haben wir im Ergebnis, dass das Zwischendeck etwa 7,58 Meter breit sein muss. Aufgabenteil D. Untersuchen Sie, ob sich eine zylinderförmige Röhre mit Außendurchmesser 9,80 Meter so in Längsrichtung legen lässt, dass sie ihn an der tiefsten Stelle berührt. Dafür bekommen Sie 3 Verrechnungspunkte. Nun geht es also um die Frage, ob die Röhre den Boden des Lastkahns berührt oder eben nicht. Auch die Situation habe ich Ihnen mal hier in einer Skizze dargestellt. Die Röhre wird hier als Kreis dargestellt. Sie liegt mittig in dem Lastkahn.
Und die Frage ist also, kann man die überhaupt so reinlegen, dass sie unten den Boden berührt? Ist das möglich oder würde bei den betreffenden Angaben diese Röhre über den Lastkran, wie hier zu sehen, hinausragen? Geht das oder geht es nicht? Wenn die Röhre auf dem Boden aufliegt, dann muss, weil der Durchmesser der Röhre ja 9,80 Meter ist und somit der Radius 4,90 Meter ist, der Mittelpunkt bei M gleich 0 und 4,9 liegen. Das heißt, wir liegen hier mittig im Koordinatenursprung mit der X-Koordinate und auf der Höhe 4,90 Meter. Denn das ist ja nichts anderes als der Radius dieser Röhre. Ein beliebiger Punkt auf der Kurve des Lastkahns hat ja die Koordinaten U und F von U. Wenn es nun einen Punkt P gibt, der zu M einen geringeren Abstand hat, als der Radius angibt, bedeutet das, dass der Punkt, eben der Punkt des Lastkahns, innerhalb der Röhre liegt. Da dies nicht möglich ist, das kann ja physikalisch nicht sein, kann in diesem Fall die Röhre nicht auf dem Boden aufliegen. Das heißt also, wir müssen prüfen, ob es Punkte P auf der Kurve von F gibt, sodass der Abstand zwischen dem Mittelpunkt M unserer Röhre und eben diesem Punkt kleiner als 4,9 ist. Wenn es solche Punkte gibt, dann kann die Röhre nicht unten auf dem Boden aufliegen. Nun, wir haben ja die beiden Punkte. M hat die Koordinaten 0 und 4,9 und P die Koordinaten U und F von U. Der Abstand wird dann einfach berechnet aus Unterschied zwischen den X-Koordinaten ins Quadrat, also U minus 0 ins Quadrat plus Unterschied zwischen den Y-Koordinaten ins Quadrat, also F von U minus 4,9 ins Quadrat und daraus die Wurzel. Das ist ja nichts anderes letztendlich als der Satz des Pythagoras. Und wir prüfen, ob dieses dann kleiner als 4,9 werden kann. Nun, den entsprechenden Ausdruck müssen wir natürlich im GTR eingeben. Wir haben jetzt bei y1 unseren Funktionsterm wie bisher von 1 durch 125 x hoch 4 eingegeben und bei y2 geben wir dann entsprechend eben x Quadrat plus y1 von x minus 4,9 ins Quadrat und letztendlich daraus die Wurzel ein. Diesen Ausdruck geben wir bei y2 ein und lassen uns den Graphen zeichnen. Sie sehen, der Graph sieht dann in etwa so aus und die Werte, die hier rauskommen, sind ja nichts anderes als die Abstände der Außenwand des Lastkahns zum Mittelpunkt M. Mit Second Calc Minimum können wir also den minimalen Abstand finden und sehen dann, wenn wir das entsprechend eingeben, dass bei dem Wert x gleich 4,5 dieser Abstand eben minimal wird und er dann 4,781 beträgt. Da dieser minimale Abstand 4,781 ist, der ist ja auch dann kleiner als die geforderten 4,9 Meter, bedeutet das, dass der Lastkahn dann innerhalb der Röhre verlaufen würde. Ja, wir haben also Punkte des Lastkahns gefunden, die innerhalb der Röhre liegen müssten. Und das kann natürlich nicht sein. Und das bedeutet letztendlich, die Röhre kann nicht bis zur tiefsten Stelle des Lastkahns abgesenkt werden.